Also wir sind eCovery. Wir entwickeln eine Therapie-App mit Sensoren und wir wollen quasi die herkömmliche Physiotherapie revolutionieren oder besser gesagt unterstützen, dass wir in Zukunft von Krankenkassen und Praxen empfohlen werden an die Patienten, die uns dann als Physiotherapeut in der Hosentasche tragen. Also beispielsweise der Patient hat eine Knieverletzung, geht dann zur Physiotherapie und der Physiotherapeut empfiehlt ihm eCovery, weil zweimal die Woche Physiotherapie ist einfach nicht ausreichend, um vollständig zu genesen. Das ist auch wissenschaftlich belegt. Mit eCovery kann er zu Hause Übungen durchführen, weil er an die Übung erinnert wird. Er hat eine Videoanleitung, eine Audioanleitung. Dann bringt er sich die Sensoren am Knie an, einen am Unterschenkel, einen am Oberschenkel. Die Sensoren messen dann während der Bewegungsausführung, ob die Bewegung richtig oder falsch ausgeführt wird. Die Daten werden dann in der App aufbereitet und so wird ein Feedback ermittelt. Und dadurch können wir eine sichere Reha zu Hause gewährleisten. Das Besondere an eCovery ist, dass wir eigene neue Sensoren entwickeln, die quasi immer bestmöglich auf den Patienten abgestimmt werden, auf seine Beschwerden. Und so sind wir anderen Wettbewerbern einen Schritt voraus. Unsere Vision ist, dass wir alle Patienten mit gut angeleiteter Bewegung dazu verhelfen, gesund zu werden und vor allem auch gesund zu bleiben.